für mich in Hollywood nur eines, was eine größere Zumutung ist als Paul W.S. Andersons Regie. Und das sind Paul W.S. Andersons Drehbücher. Bringt man die beiden Sachen zusammen, kombiniert man das Ganze noch mit zwei großen Filmikonen, die ich eigentlich sehr schätze, mit dem Alien und mit dem Predator, und fügt man ein kleines bisschen PG-13 in die Mixtur ein, dann hat man einen der schlechtesten Filme, die ich jemals in meinem gesamten Leben ertragen musste. Alien vs. Predator ist Müll. Da! Ich hasse diesen Film, ganz ehrlich. Das Problem ist, der Film baut zahlreiche Charaktere auf. Vergiss dabei, dass es wesentlich interessanter wäre, würden diese Charaktere irgend so etwas wie Persönlichkeit oder Charakterentwicklung oder irgendetwas bekommen. Der Film verwendet einige Versatzstücke vom Alien und vom Predator-Franchise, was allerdings für mich eigentlich noch mehr als Beleidigung rüberkommt als sonst, weil es einfach nur zeigt, ja, die Filme und das andere, was ich in dem Film mache, ist tatsächlich genauso beabsichtigt. Der Film hat keine irgendwie interessanten Tode, weil er einfach für PG-13 derartig heruntergedummt werden musste, dass es für einen Alien vs. Predator Film schon fast unerträglich ist. Die Kampfszenen zwischen den Aliens und den Predators sind viel zu kurz und viel zu uninteressant. Die komplette Backstory macht keinen Sinn. Der Film ist langweilig, der Film hat keine Atmosphäre. Der Film ist einfach nur Mist. Und eine der größten Zumutungen, die ich mir persönlich in den letzten Jahren antun musste. Ich verachte diesen Film, ich verachte alles, wofür er steht. Und es war für mich eine der schlimmsten Erfahrungen, vor allem, wenn man sich diesen Film kurz danach anschaut, wenn man sich gerade wieder die Alien- und die Predator-Filme angesehen hat, dann erkennt man, was der Film alles von den Charakteren, von den Mythologien und von den Geschichten her so falsch macht, dass es ihn eigentlich noch unerträglicher und noch schlimmer macht, als man es eigentlich schon befürchtet hat. Pfui.